Ja, herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch vor dem zweiten Heimspiel des neuen Jahres. Ist ja noch gar nicht so alt, aber wir sind jetzt schon quasi beim vierten Spiel, auch wenn leider das letzte ausgefallen ist. Kam es zur rechten Zeit, dass man mal ein bisschen Zeit hat, um durchzupusten? Oder? Ja, man kann sich es nicht aussuchen, denke ich. Platz war nicht bespielbar und da macht es dann wenig Sinn, ein Spiel durchzuziehen, und dann die Gesundheit gefährdet ist. Und das müssen wir so hinnehmen. Wir hätten gern gespielt, ich denke Stuttgart aber auch. Jetzt haben wir ein Wochenende Pause gehabt, haben eine normale Woche jetzt uns vorbereitet und jetzt haben wir gute Bedingungen am Samstag und da freuen wir uns, gegen Cottbus zu spielen. Wie sah die Woche aus mit der Mannschaft bisher? Ja, wir haben natürlich trotz alledem oben auf dem Berg, sage ich ja immer, andere Bedingungen. Wir konnten jetzt noch nicht auf Rasen trainieren, ja, immer noch nicht. Haben heute spekuliert, dass es vielleicht klappt, aber wenn alles gut geht, können wir morgen das Abschlusstraining auf Rasen mal wieder verrichten, waren aber jetzt auf unserem besseren Kunstrasen. Also das geht, ja, sind etwas andere Bedingungen im Moment, aber das müssen wir annehmen, das bleibt uns auch nichts anderes übrig, und dass natürlich auf dem Halbberg das immer ein bisschen schwieriger ist, wie hier in der Stadt in Wiesbaden, das wissen wir auch. Ja. Wie sieht es personell aus? Alle einsetzbar, Beppo ist noch leicht angeschlagen, bei Alf geht es wieder. Joe hat seine Grippe überwunden. Luca ist noch leicht erkältet, aber ansonsten sind alle an Bord. Wenn man auf viele andere Vereine oder selber mal in die Vergangenheit guckt, gab es hier und da immer mal wieder ein Muskelfaserriss oder hier mal muskuläre Probleme. Das gibt es in dieser Saison eigentlich bei uns äußerst selten. Ist das auch so ein Resultat der Trainingsarbeit oder worauf begründet sich das? Ja, in der Hinserie hatten wir schon ein, zwei Muskelgeschichten mit Alex Riemann mal und Sebastian Morfza hatte muskuläre Probleme. Aber ansonsten sind wir überwiegend verschont geblieben. Wir hatten zwei Langzeitverletzte mit Paddy Funk und dann Jonathan Kotzke dann. Und ansonsten sind wir Gott sei Dank bis jetzt gut durchgekommen und ich hoffe natürlich, dass es auch so bleibt. Ja. Ja, Energie Cottbus war in der Hinserie unsere erste Saisonniederlage. Wenn du auf dieses Spiel zurückblickst, was muss man da mitnehmen, auf was für einen Gegner treffen? Ja, Gegner war hoch motiviert. Ja. Bis zum damaligen Zeitpunkt hatten wir, wie gesagt, noch keine Niederlage. Sie waren sehr aggressiv, haben uns auch beeindruckt, haben ihre Heimstärke total ausgespielt. Und ich erwarte jetzt auch für Samstag ein ähnlicher Gegner, der im Moment auch seine Form ein bisschen sucht, aber Qualität hat, auch viel Tradition hat. Und der Gegner wird auch hochmotiviert zu Werke gehen und die wollen ihre ersten beiden Ergebnisse auch korrigieren, genauso wie wir. Deshalb freue ich mich auf das Spiel, weil es ein Spiel so, denke ich, auf Augenhöhe ist in dem Bereich, wo wir jetzt im Moment uns befinden. Wir können mit einem Sieg gleichziehen und das ist eine schöne Aufgabe. Cottbus ist eine der oder die erfolgreichste Ostmannschaft der letzten Jahre. Was macht den FC Energie aus? Ja, wenn man natürlich fast 15, 20 Jahre in den beiden höchsten Spielklassen dabei ist, dann haben sie sich natürlich durch das Publikum und durch die Qualität auch Nachwuchs und auch haben sich etabliert als fast Nummer 1 im Osten die letzten 20 Jahre. Aktuell ist dann größere Konkurrenz dazugekommen, es sind andere Vereine, die jetzt aufstreben sind, jetzt Leipzig, Dresden ist auch in der Verlosung, Rostock. Ja, sie streiten um ihre Position, aber in der Vergangenheit war es wirklich so, dass es der stärkste Ostverein war. Und deshalb ist es auch ein richtig guter Gegner, der wieder auf uns wartet. Ja. Was gibst du der Mannschaft mit auf dem Weg? Ja, dass wir einfach den Kampf auch annehmen müssen gegen so einen Gegner, der da auch stark ist. Und trotzdem unsere eigene Qualität nicht vernachlässigen zu lassen, dass wir unsere eigene spielerische Möglichkeit auch ins Spiel bringen und gleichzeitig aber auch dagegen halten. Jetzt gibt es Zeit für Fragen. Du hast gerade gesagt, unsere Qualität festhalten. Die Qualität war bis jetzt noch nicht der Kampf. Das war bestimmt nochmal Thema in den letzten 10 Tagen, oder? Ja, wir haben auch Spiele schon bestritten, wo wir gut dagegen gearbeitet haben. Einer da jetzt an Bielefeld auf der Alm zu bestehen, haben wir auch geschafft. Wir hatten das eigentlich auch in Duisburg ganz gut hinbekommen, leider dann in der Nachspielzeit oder kurz vor Ende dann nicht mehr gut hinbekommen. Aber wir haben das auch schon bewiesen, dass wir das können. Und das andere können wir, fußballerische Qualität haben wir. Aber es
gehört immer beides dazu und das wünsche ich mir für den Samstag, dass wir das beides gut hinbekommen. Aber woran liegt das? Die Chance, also die Mannschaft weiß eigentlich, wie sie steht, wo sie steht. Sie hat eine gute Vorbereitung gespielt letzten Winter, oder? Also ja, wir waren mit der Vorbereitung zufrieden. Wir hatten super Bedingungen im Trainingslager. Aber das ist ja oft so, dass man die Vorbereitung einfach nicht richtig bewerten kann, weil wenn es losgeht, geht es los. Und da haben wir haben erst zwei Spiele gespielt, ja, haben leider erst einen Punkt, dass da Luft nach oben ist, das wissen wir auch. Aber jetzt will ich auch noch nicht so viel hineininterpretieren. Wir haben jetzt zwei Spiele gespielt. Wir haben jetzt richtig gute Aufgaben, ja, wo wir in der Hinserie auch alle drei Spiele, die jetzt anstehen, haben wir alle drei verloren gegen Cottbus, gegen Münster und gegen Dresden. Und deshalb freue ich mich eigentlich auf die Spiele, wo wir auch zeigen können, dass wir trotzdem gut genug sind, auch diese Spiele für uns zu entscheiden. Aber es ist auch klar, wenn die drei Spiele, wenn da nicht mindestens 6 Punkte sind, ist das Ding nach oben erledigt, oder? Ja, für uns zählt nur das Spiel jetzt gegen Cottbus. Ja. Das andere, habe ich immer gesagt, Anschluss herstellen an die vorderen Plätze, das ist uns bis jetzt noch nicht gelungen. Und alles andere macht zum jetzigen Zeitpunkt auch keinen Sinn, vom übernächsten Spiel oder irgendwann zu reden. Zunächst ist Cottbus, ja, wenn wir Cottbus gespielt haben, dann fahren wir nach Dresden. Und wenn wir Dresden gespielt haben, dann kommt Münster und so weiter. Ja. Und alles andere, Rechnerei, ist im Fußball immer sehr fragwürdig und bringt uns auch nicht weiter. Das ist aus der Position des Trainers verständlich. Eine Frage an Herrn Fleischmann als Sportdirektor, hat er den Blick auch über das nächste Spiel vielleicht hinaus? Also es sind jetzt anstrengende oder entscheidende Wochen, oder? Ja, alle Spiele sind schlussendlich entscheidend und so wie es der Trainer ja auch schon gesagt hat, in der jetzigen Situation das nächste Spiel, das müssen wir gucken, dass wir da eine gute Leistung abrufen. Und dann steigen sicher auch die Chancen, dass wir ein gutes Resultat erzielen. Und ich sehe es mal so, das vorletzte Heimspiel war ein klassisches Spiel. Ja, da hat die Mannschaft sehr gut gespielt und da sollte sich gegen Unterhaching, da standen wir auch mächtig unter Druck. Das letzte Spiel vor der Winterpause mit einem Erfolgserlebnis in die Pause zu gehen, das hat die Mannschaft mit Bravour bestanden, fand ich. Da war eine richtig überzeugende Leistung in allen Richtungen, sowohl spielerisch als auch von der Konzentration, vom Engagement. Die Mannschaft hat es, ist noch nicht so lange her, ne, noch gut in Erinnerung und an das sollte sie sich jetzt auch zurückerinnern. Die zwei Spiele, die wir bisher gespielt haben, die waren enttäuschend. Ja, das war so. Da denke ich, dass die Mannschaft weiß, dass sie das besser kann. Und gegen Unterhaching war das viel besser. Und ich wünsche mir natürlich, dass die Mannschaft sich auch an das zurückerinnert und dann so eine ähnliche Leistung abruft wie gegen Unterhaching. Und dann glaube ich auch, dass wir gegen Cottbus den Sieg erringen können. Ja, natürlich ist ein schwieriges Spiel. Ja, das sind sie alle, die denen auch noch danach kommen, die 14 Spiele. Und spätestens mit dem bisherigen Saisonverlauf weiß man ja, dass das keine Plattitüde ist, dass man sagt, jeder Gegner ist schwierig. Ob wir jetzt in Dresden spielen oder daheim gegen Fortuna Köln, macht in dieser Situation und vor allem auch in dieser Liga wirklich wenig aus. Ja. Im Gegenteil, ich sehe es ähnlich wie der Trainer, auch die drei Spiele, da haben wir keine Punkte geholt, aber teilweise auch gut gespielt in der Vorrunde und das sind, finde ich, schon auch Highlights in der dritten Liga, in Dresden spielen zu dürfen oder daheim gegen Münster oder gegen Cottbus, das sind ja auch vom Namen, von der Paarung her, sehr attraktive Begegnungen und das sollte die Mannschaft zusätzlich auch nochmal motivieren. Und ich glaube, man muss sich auch, wie gesagt, an das gute Spiel gegen Unterhaching, und das ist nicht so lange her, zurückerinnern. Und die Leistung, die kann man, denke ich, auch wieder bestätigen und an die anknüpfen. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir am Samstag gewinnen. Das werden Sie der Mannschaft aber auch vor dem ersten Spiel gesagt haben. Also ihr analysiert das Spiel ja auch. Also was kam denn da bei der Analyse raus? Woran hat es gehapert in den ersten zwei Spielen? Ja, das... Kann ich ja was zu sagen, dass ja immer auch ein Gegner mitspielt, das darf man im Fußball ja nicht vergessen. Und Rostock hat sich auch viel vorgenommen, ja, das weiß man, die haben sich auch gut auf uns eingestellt. Und in dem Spiel war es so, da haben wir einfach den ersten Fehler praktiziert. Bis dahin war es, denke ich, haben wir nach hinten wenig zugelassen. War ein taktisch sehr geprägtes Spiel, ja, mit wenig Torraumszenen. Und dann geraten wir ins Hintertreffen durch den eigenen Fehler, müssen dann aufrücken, ja,
etwas offener spielen. Aber selbst in diesem Spiel haben wir bis zum Ende auch nochmal die Möglichkeit gehabt, auszugleichen. Ich erinnere dann an den Pfostenball von Kohlke, der dann leider wieder rausgesprungen ist. Hätte er ein paar Zentimeter mehr rechts, dann wäre er rein. Und das sind enge Situationen, die dann einfach nicht zu unseren Gunsten geglückt sind. Aber ja, man nimmt sich viel vor, der Gegner nimmt sich auch viel vor und so wird es am Samstag auch sein. Entscheidend ist, dass man die Dinge einfach versucht, bestmöglichst umzusetzen auf dem Platz. Ja. Und da sind wir jetzt auch wieder dran und versuchen dann eine gute Leistung abzurufen. Ja, aber im Fußball gibt es keine Garantien. Und nur eins ist auch klar, wenn man oftmals oder sehr gute Leistung bringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man wieder Punkte erzielt und Siege einfährt. Und um das geht's. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Neuigkeiten in der personellen Planung über das Saisonende hinaus? Nee, im Moment nicht. Alles abgefragt, dann vielen Dank und dann sehen wir uns schon am Samstag wieder, wenn unser Gegner FC Energie Cottbus heißt. Dankeschön.